Gotów! Nie! Nie można jeszcze zaczynać! Powiedz to tacie! Nie mogę! Nie wolno przekraczać taśmy! Takie są zasady! Ale co jest ważniejsze? Tygrys czy jakaś tam taśma? Tygrys! Tato! 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 Wracaj, Mandy, ale już! Ale... Rób, co każę, to niebezpieczne! Narzędzia! Moje piękne narzędzia! Dzwonię po straż pożarną! Pożar w domu Fladów! Niech to! Przyjęcie z fajerwerkami! O, Rety! Znowu? To pożar u Fladów! Coś się musiało stać z fajerwerkami! Elvis i Sam, bierzcie Jupitera, ja będę koordynował akcję. Chciałabym wiedzieć, gdzie jest Tygrys. Może się teraz ukrywać w warsztacie. Nie chcę tego słyszeć, Norman! Boję się, że Tygrys może być gdzieś w warsztacie tety. Znowu? Zaraz to sprawdzę. Nie ma po nim śladu. Nie było go tu, jestem pewien. Świetna robota, Sam. Wspaniale! Dzięki, wujku. Oh, jakie to szczęście! Chodźmy już do domu. Sprawdzimy, czy Tygrys wrócił. Podrzucę cię. Ale jeszcze nie widzieliśmy wszystkich fajerwerków. Myślę, że mamy dość fajerwerków na dzisiaj. Zgadzam się. Następnym razem znajdziemy lepsze miejsce. Bezpieczniejsze. Tak wielkiego ognia nie mieliśmy tu od dawna. Ja, das fällt bestimmt nicht so leicht ab. Hier ist alles fertig, Charlie. Das ist ja eiskalt. Nur keine Angst. Das trocknet ja schnell. Und mit einer hübschen Tasse Tee ist die auch bald wieder warm. Komm mit, Charlie. In Ordnung, Gareth. Und dann wird's auch langsam schon Zeit für das große Feuerwerk. Genau das habe ich befürchtet. Ich meine, toll. Nicht ein einziger Notruf bisher, Sam. Da hat deine Schulung in Sachen Feuerwerk wohl geholfen. Das will ich sehr hoffen, Penny. Ach, aber vielleicht schaue ich doch lieber mal nach Bessie. Sie steht genau da, wo das große Feuerwerk gezündet wird, nicht wahr? Aber der passiert schon nichts, Sir. Alles, was ich tun muss, ist, diesen Knopf zu drücken. Na los jetzt, Mandy! Mach schon! Nein! Du traust dich wohl nicht, was, Mandy? Feigling, Angsthase! Es geht nicht darum, dass ich sie nicht anzünden kann, sondern dass ich sie nicht anzünden will. Und es ist mir egal, ob du mich für cool hältst oder nicht. Hilfe! Oh! Hör nur! Da ruft jemand um Hilfe! 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 Ich hänge fest! Das kommt von den Klippen! Na los, Norman! Das ist Penny! Was für ein Glück, dass ihr hier seid! Ich hänge fest! Wir müssen sofort Hilfe holen, Norman! Moment mal! Was hast du da in deiner Hand? Eine Leuchtrakete! Was?
Aber das ist kein Spielzeug. Die haben wir gefunden. Ich wollte sie eigentlich gerade Feuerwehrmann Sam bringen. Das ist gut. Aber im Moment können wir sie hier besser gebrauchen. Würdest du sie mir bitte hochwerfen, Mandy? Ich? Oh, wird gemacht. Ein super Wurf, Mandy. Wow! Wow! Oh, du hopsendes Känguru, wo versteckt sich nur diese Leuchtrakete? Oh, das ist bei den Klippen. Ich rufe sofort Feuerwehrmann Sam. Oh, da hat jemand eine Notleuchtrakete gezündet. Tom hat eine Leuchtrakete gesichtet, Sam. Und zwar bei den Klippen. Ihr erwartet euch dort mit dem Hubschrauber. Und los geht's. Oh, gut, da kommt Tom mit dem Hubschrauber. Und da kommt ja auch Sam. Keine Sorge, Mandy. Wir retten sie schon. Tom, lass die Rettungsschlaufe runter. Kein Problem, Sam. Rettungsschlaufe kommt sofort. Ist gut, Tom. Hoch damit. Schön langsam. Alles klar. Das waren die besten Raketen aller Zeiten. Was kommt als nächstes, Großvater? Wie würden euch jetzt römische Lichter gefallen? Ja! Ja! Stehen die auch weit genug voneinander entfernt auf dem Boden, Großvater? Oh ja, sicher. Und benutzt du auch einen Sicherheitsanzünder, um das Feuerwerk zu entzünden? Ja, natürlich. Kann ich jetzt loslegen, verehrter James? Ja, Großvater. Na also, das ist wirklich mal ein großes Feuerwerk hier. Dann wart erst mal, bis du das große Finale siehst. Das Sonnenfeuerrad. Oh, wie mega stark. Sonnenfeuerräder sind das Allergrößte. Warte! Was ist, James? Ist das Rad auch sicher befestigt auf dem Untergrund, Großvater? Das will ich wohl meinen. Und ist es auch locker genug, um sich zu drehen? Ich bin sicher, dass alles gut ist. Großvater? Es dreht sich aber gar nicht. Was? Nein! Gleich brennt der ganze Schuppen, wenn das so weitergeht. Furchtbar! Hey. Ich glaube, wir rufen jetzt besser Feuerwehrmann Sam. Oh nein! Bessie ist ja da drin. Ist ein Feuer an der Gerätehalle des alten Bahnhofs? Ein Brand im alten Lagerschuppen vom Bahnhof. Oh nein, bitte nicht. Bessie! Wartet auf mich! Oh nein, ich hab gewusst, dass so etwas passiert. Ich dachte, ich hätte alles kontrolliert. Es war dieses Feuerrad. Man muss es gut festmachen, nur eben nicht zu fest. Steht auf Seite 7 im Abschnitt 2. Nun gib ordentlich Gas! In Ordnung, Leute. Bleibt alle da. Nicht näher kommen. Die arme Bessie. Wassermarsch, Penny! Ja! Das Feuer ist aus! Und Bessie, ist sie in Ordnung?
Oh, meine Bessie. Immer noch voll einsatzbereit, Sir. Oh, naja, vielleicht braucht sie ein wenig Politur morgen. Greifen Sie zu. Oh, ich, wer weiß wohl, wo Norman steckt. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Oh, bestimmt versteckt er sich. Das spielt er zu gerne. Und wir sollen ihn dann finden. Norman! Norman Price! Er muss ganz in der Nähe sein. Wollen Sie sich nicht etwas wünschen? Gut, na dann. Und? Wie lautet Ihr Wunsch? Oh nein, das kann ich nicht sagen, Dillis, sonst geht er nicht in Erfüllung. Ach, kommen Sie. Nein. Rücken Sie raus damit. Oh, nun sagen Sie ihr schon, was Sie sich gewünscht haben und dann holt mich hier raus. Er spricht. Ein redender Wunschbrunnen. Ich bin es doch, Mom. Ich sitze fest. Norman! Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Norman Price in den alten Brunnen gefallen. Junge in einen Brunnen gefallen, bei dem Talpfad. Jede Sekunde zählt, er könnte schon sehr schwach sein. Verflixter Funkenflug, das Gestell zum Runterlassen ist ja noch oben auf dem Turm. Und das Runtertragen dauert zu lange. Sieht ganz so aus, als müsstest du dich abseilen, Sam. Das schaffst du. Hier, Norman, damit du nicht verhungerst. Ah, danke, Mom. Wir sind fast da, Penny. Das ist Sam. Oh. Er ist da. Hol ihn da raus, Sam. Oh, das kannst du doch. Selbstverständlich, Dillis. Na los, Penny. Du sicherst das Seil dort an diesem Pfosten und ich schaue nach unserem Norman. Hör zu, Norman. Ich werde mich in den Brunnen abseilen, um dich da rauszuholen. Ist gut, Sam. Ich hab es. Ganz vorsichtig, Sam. Oh, ist er nicht mutig? Ich habe alle Münzen verloren. Das ist halt. Der Schulbus ist nicht vom Schulausflug zurückgekehrt und es sind Kinder an Bord? Los! Trevor Evans und die Kinder von Pontypenny sind nicht vom Schulausflug zurückgekehrt. Jede Sekunde zählt! Komm, Elvis. Bin schon da. Wir sollten Tom Thomas verständigen, Sir. Genau das wollte ich eben gerade vorschlagen, Sam. Jupiter ruft Tom Thomas. Was gibt's, Sam? Wirf den Hubschrauber an, Tom. Wir starten eine Suchaktion nach Trevor Evans' Bus. Alles klar, Sam. Tom Thomas ruft Feuerwehrmann Sam. Hörst du mich, Sam? Ich höre dich sehr gut, Tom. Ich habe den Bus gefunden, Sam. Oben auf dem Bergpass. Trevor scheint von der Straße abgekommen zu sein. Er hat sich sicher im Schlamm festgefahren. Danke, Tom. Wir sind auf dem Weg. Hoffentlich sind alle im Bus geblieben, Elvis. Da draußen kann man sich leicht verlaufen. Ja, ich würde in der Gegend nicht mal tagsüber rumlaufen. Und schon gar nicht abends. Oh, das klingt wie Toms Hubschrauber. Hier, ich bin hier unten. Hallo. Oh, er sieht nicht, dass ich hier feststecke. Norman, machst du dir einen Spaß? Hunger.
Geht's euch allen gut? Oh, Sam, ich war noch nie im Leben so erleichtert. Na schön. Wir ziehen euch jetzt zurück auf die Straße. Wo ist Trevor? Der holt Hilfe. Dieser mutige Mann. Er hat den Bus verlassen? Mal sehen, ob ich ihn erreiche. Kein Empfang. Aber er muss ja irgendwo sein. Elvis, du befestigst das Abschleppseil, während ich Tom Bescheid gebe. Wird gemacht, Sam. Tom? Sam hier. Trevor Evans ist zu Fuß unterwegs und wir können ihn nur mit deiner Hilfe finden. Alles klar, Sam. Aber ich bräuchte hier oben jemanden, der mir hilft. Du kannst auf mich zählen, Tom. Okay, Sam. Wir sind soweit. Endlich geht's nach Hause. Aber wir haben gar keinen Fahrer. Neptun kennen wir ja alle. Also wäre unsere Tour beendet. Wo hast du gesteckt, Crittenden? Entschuldigung, Sir. Ich war noch in was verstrickt. Wie immer. Da weht aber eine ganz schöne Brise. Kommt Mike da draußen auch klar? Aber ja doch, der kommt klar. Hab ich dich. Oh, Nanu, nicht auf den Knopf setzen. Flieg bloß weg von mir. Weit weg, ihr Raketen. Oh, sieh nur, Mom. Das Feuerwerk da. Das geht jetzt noch nicht los, James. Doch, tut es. Das sind nicht einfach nur die Feuerwerkskörper. Mikes Plattform fängt jede Minute Feuer. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Mike Flood ist auf einer brennenden Plattform am Hafen in Seenot. Mike Flood ist auf einer brennenden Plattform am Hafen in Seenot. Ben, du nimmst Titan. Elvis und Penny übernehmen die Löschkanonen. Und ich fahre mit Juno. Ich muss hier schnell weg. Ich bin bei der Plattform, Ben. Aber hier ist nichts zu sehen von Mike. Vielleicht ist er ins Wasser gesprungen. Gut, ich schaue mich mal um. Ich halte die Stellung. Penny, Elvis, ihr löscht inzwischen. Ich hab ja die Pfeife. Hallo! Ich komme, Mike. Ein Glück, Sam. Ich hab dich, Mike. Gut gemacht, Ben. Bitte, fast geschafft. Hey, Elvis, Penny, kommt doch mal her. Oh, das hast du gut gemacht, Sam. Ich liebe den Geruch eines lodernden Feuers. Nein. Entschuldige, Sam. Bleib stehen, Norman. Sonst treffe ich dich ja nie mit dem Schneeball. Wieso sollte ich mich absichtlich von einem Schneeball treffen lassen? Drin kannst du mich nicht bewerfen. Ruf sofort Feuerwehrmann Sam! So, das wär's. Alles repariert und heil. Schon bald wird es hier so warm sein, als hätten wir Sommer. Ausgezeichnete Arbeit, Mike. Oh, da kommt ein Notruf rein. Oh, ein Feuer im Haus der Flatz. Oh, da ist ein Feuer im Haus der Flatz ausgebrochen. Oh, ein Feuer im Haus der Flatz. Moment mal, da wohne ich ja.
Das Feuer ist in der Küche, Sam. Der Ofen hat Feuer gefangen. Tut mir leid, Dad. Ist nicht so schlimm, Mandy. Hauptsache, dir ist nichts geschehen. Dreh das Gas ab, Elvis. Was ist denn passiert? Was wolltet ihr backen? Na, den Schal von Normans Mom. Oh, der ist euch aber ziemlich angebrannt geraten. Das wird zu Hause einen Riesenärger für mich geben. Dann ist ja alles wie gehabt. Hey, da kommen ja schon alle. Hey, Mom, haben wir den Bahnhof nicht schön geschmückt? Es sieht wirklich wundervoll aus. Gut gemacht, ihr zwei. So eine Dampfeisenbahn ist doch wirklich großartig. Oh, so eine Lok habe ich ja seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. Schau mal, Lilly, das ist eine Dampfeisenbahn. Qualm! Nein, nein, Lilly, das heißt Dampf. Qualm! Hat da jemand Qualm gesagt? Ah, da vorne brennt es. Oh nein, wenn der Wasserspeicher einstürzt, zerquetscht er den Zug. Alle sofort zurücktreten. Ich rufe Feuerwehrmann Sam. Auf dem neuen Bahnhof ist ein Feuer ausgebrochen? Ein Feuer ist auf dem neuen Bahnhof ausgebrochen. Gut, Ruhe bewahren. Verstanden? Das Gewicht des Wassers in diesem Speicher ist enorm groß. Er könnte jeden Moment einstürzen. Elvis, bespritz den Sockel des Speichers mit Wasser. Penny, du stellst dich mit Venus direkt vor den Zug. Verstanden, Sam. Bleibt alle, wo ihr seid, ja? Kommt zu mir, ihr zwei. Und jetzt zurücksetzen, Penny. Weiter, weiter, Penny. Das Feuer ist gelöscht, Sam. Aber der Speicher stürzt ein. Wie viel Arbeit. Oh, Dad. Der Zug ist gerettet. Penny hat ihn gerade noch rechtzeitig weggezogen. Hurra! Hurra! Das war toll, Penny! Danke, Sam. Und dir danke ich auch, kleine Lilly. Wärst du nicht gewesen, hätten wir das Feuer viel zu spät bemerkt. Sam! Wo unser Zug heil geblieben ist, können wir doch jetzt auch das erste Mal mit ihm fahren, oder? Ich fürchte, das wird nicht gehen, James. Es ist noch nicht genügend Wasser im Tank. Ich hatte mich schon so gefreut. Was für ein Pech aber auch. Wartet! Ich hätte da eine Idee! Wenn der Zug Wasser braucht, kann Jupiter ihn doch befüllen. Was für eine ganz unglaublich geniale Idee. Allerdings, Elvis. Dann kann unsere Bahnhofseröffnung ja doch noch stattfinden. Mit dem Pontypandy Express besitzt Pontypandy ein weiteres großartiges Fahrzeug. Aber ihr werdet mir sicher alle zustimmen, wir haben es nur Jupiter zu verdanken, dass alles gut ausgeht. Hurra! Ja! Hurra! Na sehen Sie, Dillis, Moose ist nicht der Einzige, der sich mit Überlebenstricks auskennt. Nun haben wir nichts mehr zum Verbrennen. Und wir wollen hier ja nicht einfrieren, bis die Hilfe eintrifft. Vielleicht ist ja noch irgendwas im Bus. Ja, hier, bitteschön, Trevor. Braucht keiner. Oh, danke, Norman. Ah! Der Bus! Hier ist ein See. Und das Feuer schmilzt die Eisdecke weg. Kommt schnell weg hier, Leute. Kommt weg da. Mein hübsches Bild von Norman ist doch noch in dem Bus. Jetzt stehen wir da ohne jeden Schutz und ohne Feuer. Wenn Moose uns nicht bald Hilfe holt, sieht's gar nicht gut aus. Wir brauchen Hilfe. Unser Bus ist von der Straße abgekommen. Bitte beeilt euch. Bei allen verknoteten Schläuchen. Trevors Bus hatte einen Unfall. Trevors Bus ist von der Straße abgekommen. Die Insassen sind in Gefahr. Wann kommt denn jemand, um uns zu retten, Dad? Schon bald, Kinder.
Hört ihr? Ja, sie kommen! Es ist Feuerwehrmann Sam! Elvis, sorg dafür, dass sich alle in ausreichendem Sicherheitsabstand befinden. Penny, steig du schon mal in Jupiter. Geht zurück, Leute. Geht bitte alle zurück. Schalt die Winde ein. Penny, du musst ein Stück zurückfahren und der Winde nachhelfen. Du hast völlig recht, Sam. So, jetzt brauchen wir heißen Tee. Damit wird den armen Leuten wieder schön warm. Trevor, Sie haben es ja doch gerettet. Hä? Was gerettet? Mein hübsches Foto. Weil Sie wussten, wie wertvoll es für mich ist. Oh, Trevor, Sie sind der wahre Held hier. Wie schrecklich wäre es gewesen, das zu verlieren. Das ist Norman als Baby. Und er hat gar keine Sachen an. Ach, Mom! Na, ich muss schon sagen, Moose. Wirklich toll, wie du Hilfe geholt hast bei dem Sturm. Das war sehr mutig. Hey, was soll ich sagen, Trevor? Mutig ist mein zweiter Vorname. Oh. Sam ist da! Los, Penny, du fährst mit Venus vor. Und du führst uns hin, Mandy. Oh, hoffentlich hält der Wal noch so lange durch. Bestimmt, Mandy. Das haben wir gleich. Ist das auch wirklich kein riesiger Hai? Nein, das ist ein Wal. Und Wale sind ganz freundliche Lebewesen, Norman. Sam, wie sollen wir ihn denn bitte zurück ins Meer kriegen? Es sind noch Stunden bis zur Flut. Ist doch kinderleicht. Wir rollen ihn da rein. Er ist leider überhaupt nicht leicht. Und er könnte sich dabei verletzen. Er übersteht das. Nicht wahr, Sam? Mit etwas Glück wird das schon klappen. Denkst du? Wir brauchen jetzt Neptun, Penny. Ist gut, Sam. Hallo, Tom. Gut, jetzt tun Sie so, als würden Sie ein großes Feuer löschen. Ich meine, einen riesigen Brand. Oh, ja. Etwa so? Könnten Sie vielleicht etwas mehr Aktion hineinlegen? Geh aus, Feuer! Ich lösche dich! Grandios. Wie wäre eine Situation mit der Axt? Und wenn ich die Stange runterrutsche? Ja, ganz ausgezeichnet. Gute Idee. Du meiner Treu. Du bist bald wieder da, wo du hingehörst. Es ist jetzt soweit, Mandy. Alles klar. Verstanden. Gut so. Die Halterung lösen. Auf Wiedersehen, kleiner Wal. Vielen Dank, Tom. Meinst du, es wird ihm gut gehen, Sam? Mhm. Ganz bestimmt. Jetzt, wo er wieder bei seiner Mutter ist.